unglaublich viele junge Leute und Leute im ganzen Umfeld, die ja mit engagiert werden, sozusagen dabei mit hineingenommen werden in diese unterschiedlichen Aktionen, die aktiv werden, miteinander etwas gestalten. Also ganz klassisch ist natürlich die Get-It-Variante, wenn sich eine Gruppe anmeldet, die sagt, ich möchte mich gerne überraschen lassen, ich nehme eine Get-It-Variante. Und bei der Do-It-Variante ist es so, dass die Gruppe schon eine Idee hat, was möchte ich machen, für wen möchte ich was machen und sich mit ihrem Projekt als Do-It selber anmeldet. Neu, die Connected-Variante, sagt man, hey, ich will während der Aktion nicht nur in meiner Gruppe das Projekt bewältigen, sondern ich nehme noch eine zweite Gruppe mit dazu und connecte mich entsprechend mit dieser. Dass man zusammen ist, also mit der ganzen Gruppe, und dass man immer was erreicht, dass man immer was macht für die anderen, denen es halt nicht so gut geht oder halt die das brauchen. Und es fühlt sich dann schon gut an, für andere Leute was zu bauen, Spielplatz oder irgendwas. Und eben zu zeigen, was die Jugendlichen für geile Aktionen machen und das einfach der Öffentlichkeit zu zeigen. Wir hoffen, dass wir vor, während und nach der Aktion damit möglichst viele Kanäle erreichen, sei es lokale Redaktionen, Radio, Social Media, Presse, alles Mögliche. Und versuchen da einfach möglichst weit diese Aktion zu streuen. Und unser Inhalt soll quasi das sein, dass Dinge, die nicht funktionieren, dass wir dort versuchen zu helfen, mit der Öffentlichkeitsarbeit zu sagen, hey, da brauchen Leute, wie Tom eben gesagt hat, einen Bagger, 300 Kuchen. Und genau damit rechnen, oder genau dafür ist ja der Newsroom da, um eben da zu helfen. Jugendliche, junge Erwachsene, die sich quasi selbst da Wissen aufschaffen, die werden begleitet von einer Referentin, aber die stellen sich der Herausforderung in diesen 3 Tagen, mit Vorlauf natürlich, da so professionell wie es noch geht, Social Media Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit zu machen für uns.